dir jemals gedacht, dass Comics so wichtig werden für unsere Filmindustrie? Naja, ich habe nicht viel drüber nachgedacht, weil ich mit Comics, seitdem ich Asterix als 14-, 15-Jähriger dann nicht mehr weiterverfolgt hatte, nicht wirklich in meinem Wahrnehmungskreis mehr hatte. Aber es liegt eigentlich auf der Hand. Als ich dich fand, war dein sehr menschliches Gehirn auf wundersame Weise intakt. Nichts fühlt sich einsamer an, als nicht zu wissen, wer man ist. Mit der Zeit kommt die Erinnerung. Diese Vater-Tochter-Beziehung, diese Zärtlichkeit, die sie da so wunderbar drüber spielen, mit minimalistischen Gesichtszügen, aber völlig verständlich. Das war sehr schön. Danke. Haben Sie gerne mit Rosa gearbeitet? Ja. Ja, weil Rosa ist jetzt auch nicht kein Gänseblümchen. Da muss man schon so ein bisschen aufmerksam bleiben. Und der Altersunterschied untereinander im sogenannten echten Leben entspricht ungefähr dem Altersunterschied in der Geschichte. Das heißt, daraus resultiert ja sowieso eine Dynamik, ob man will oder nicht. Und mit einiger Aufmerksamkeit lässt sich das ganz gut so zusammenflechten. Dieser Körper, ich spüre eine Verbindung zu ihm, die ich nicht erklären kann. Du weißt mehr über mich, als du sagst. Alita, es gibt Dinge, die man besser vergisst. Dann werde ich es selbst rausfinden. Jetzt haben Sie auch eine Action-Szene mit diesem Riesenhammer. Das ist ja so ein Wahnsinn. Ist da intensives Training nötig gewesen? Ja, ich meine, nein. Das ist, ich finde, den Aufwand zu betreiben, der nötig ist, finde ich das richtige Maß. Und intensives Training war es jetzt vielleicht nicht, aber eine gewisse Übung, dass der Umgang mit dem Gerät auch so ein natürlicher wird. Ja klar, ein bisschen Üben gehört bei allem dazu. Ich will, dass du diese Alita zerstörst. Du hast den größten Fehler deines Lebens gemacht. Und er wäre... Du hast unterschätzt, wer ich bin.